Hier in Stuttgart-Möhringen befindet sich eine von über 70 Flüchtlingsunterkünften in Stuttgart. Davon wird es demnächst noch mehr geben, denn angesichts steigender Flüchtlingszahlen müssen neue Unterkünfte her. Die Stadt hat am Mittwoch ihre Pläne zur weiteren Unterbringung von Flüchtlingen vorgestellt. Neben leerstehenden Schulen sollen in Zukunft auch Wohncontainer zur Flüchtlingsunterbringung genutzt werden. Wir belegen vorübergehend einige Waldheime. In der Stadt vorübergehend heißt im Sommer räumen wir die wieder, dass die Waldheimfreizeiten stattfinden können. Und wir schauen, dass wir neue Systemstandorte ausbringen, so dass wir die Flüchtlinge insgesamt aufnehmen können. Meine Botschaft an die Stuttgarter Bevölkerung, es ist die, es wird ein bisschen enger, es wird schwieriger, aber wir haben eine gute Tradition, nämlich Menschen aufzunehmen, die in Not sind, und das wollen wir halten. Wie es den Flüchtlingen geht, die jetzt schon in Stuttgarter Flüchtlingsunterkünften untergebracht sind, haben wir im Flüchtlingsheim in Stuttgart-Möhringen nachgefragt. I'm from Pakistan and I came to Pakistan to Libya. And Libya to Italia, I spent 3 days in ocean through my sea journey, and it was a nightmare for me. And after the second day, the Italian Navy Coast, they rescue us and they save us, because already in the ocean there's a storm and it's raining there. It's a little bit, this thing is not forgettable for me. And after Italia to I came to Deutschland. And when I was now in 9 months in have been in Deutschland. I like German people and I like in Stuttgart too, because Stuttgart is a nice place for us. And I live in Lautlingerweg in a Heim, and a small room. We have 3 person. Every day I go to school in the morning at 6 and 6:30, but my colleague has come to and 3 o'clock in the morning. He on to lamp. I cannot live together with him. I want to help to this my room. I want to change this. We jeden Tag gehen am Samstag mit deutsche Leute spielen Fußball, und das alles Leute sehr sehr gut. Ich sage, ich mache von meiner Sozial, von Arbeit, Automechaniker. Aber hier, wie meine Sozial gesagt, hier wir haben keine Automechanikarbeit und Bäckerei und Kochen. Und ich gesagt, und okay, ich jetzt machen Bäckerei. Ja, ich möchte hier in Stuttgart leben. Ja.